So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu Spider-Man 2, der vielleicht letzten Folge. Könnte tatsächlich sein, ich glaube zwar nicht, aber ich habe mich mal ganz kurz im Internet informiert, beziehungsweise ich habe wirklich nur geschaut, wie viel gibt es eigentlich noch im Spiel. Und meine Theorie hat sich bewahrheitet, es ist die letzte, das letzte Kapitel schon. Ja, wir machen das jetzt, wir gehen da gleich hin. Ich soll ja noch ein bisschen Post-Game-Content zeigen, nicht wahr? Es gibt ja noch so eine Kampfarena, die ich zeigen soll, das werde ich auch tun. Ich werde es wahrscheinlich nicht komplettieren, weil das ist, glaube ich, viel zu hart. Ich meine, Templer hat das selber noch nicht mal geschafft. Und, ich weiß, ich kann mir nichts so davor vorstellen. Ich weiß halt nicht genau, was das ist. Ich gucke sie mir an, vielleicht ist es nur so 5 Minuten reingucken und ich habe keinen Bock mehr. Vielleicht mache ich es länger, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es ist, ich mache es auf jeden Fall. Und mein Plan ist es genau... hier, wo ich gerade bin, glaube ich, nochmal in Spidey-Laden zu gehen, weil jetzt kriegen wir eh keine Heldenpunkte mehr. Also wir kriegen schon welche, aber, ne, wir brauchen keine mehr. Ja, irgendwie so, ich guck mal, ob man die kaufen kann. Das ist interessant, das ist ein großer Laden, da gibt es sogar ein höheres Stockwerk. Da gehe ich gleich mal hin. So, und dann haben wir nochmal Schwungtempo, Stufe 6. Yo. Geht eigentlich noch bis 8, ne? Kann man sich denn hier noch alles kaufen? Boah, es gibt so viel, ne? Hör doch mal an, ne? Der kann sich doch keinen Schwanz leisten. Brücke in der Mitte eines Doppelsprungs. Der rollende Reporter. Das braucht eigentlich kein Mensch, ne? Immer nur die X-Kombo erweitert hier. Hier, bam. Kann nicht gekauft werden. Brrr. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe mal nach vorne bis hinten durch, oder? Kann mir eh nicht alle leisten. Boah, ne? Warum muss denn das so fucking teuer sein? Warum gibt es überhaupt so viel? Das benutzt doch kein Mensch. Das Symbol sieht cool aus, deswegen habe ich es gekauft. So einfach ist das. Eigentlich lohnt sich das jetzt ja sowieso nicht mehr. Hier, komm. Ich kaufe einmal die ganzen Bums hier. Vielleicht bin ich pleite. Ein bisschen hebe ich mir vielleicht nochmal auf. Ich würde sagen, jetzt benutze ich die halt eh nicht mehr. Warum gibt es ja noch ein Stockwerk, Mann? Es ist schön, dass man hier überall hin kann, es aber absolut nichts bringt. Naja. Gut, dann können wir wieder raus. Hallo? Ja, du bist mir gerade egal. Du bist mir auch egal. Ich brauche keine Heldenpunkte mehr. Ich muss nur Doc Ock wehtun, wo es ihm am meisten wehtut, wenn ich seine Frau erwähne. Es ist halt echt so gekürzt mal wieder, ne? Also ich finde es halt einerseits interessant, dass quasi die Spider-Man-Spiele so ein eigenes Universum haben, dass sie viel mehr Bösewichte einbauen und so und auch mehr oder weniger wirklich eine Fortsetzung machen. Ich meine, Shocker soll ja schon im ersten Teil vorgekommen sein. Wenn ich da zum Beispiel an Connors denke, der hier auch schon einen Arm weniger hat und dann Teil 3 zur Echse wird, während er im Film ja diesen Arm noch hat. Da wird er ja nicht zur Echse. Es ist schon interessant. Auf der einen Seite finde ich es aber auch echt interessant, dass sie so viel Neues sogar zugedichtet haben, so viel Gegner quasi so im letzten Fünftel des Spiels sich gedacht haben, oh, wir brauchen ein bisschen noch den Film hier mit einbringen. Und das dann halt extrem runterkürzen. Es ist interessant. Einigen wir uns auf interessant. Gut, dann würde ich sagen, auf zur letzten Mission, zum letzten Kapitel. Mal schauen. Hi Peter. Ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Wir müssen miteinander reden. Treff mich in unserem Restaurant. Nun, immerhin redet sie wohl noch mit mir. Ich werde mich bei ihr entschuldigen. Ich werde mich bei ihr entschuldigen. Ja. War auch viel mehr Zeit, ey. Nicht so wie in den MJ-Missionen. Ja, ne? Mal schauen, ob das noch passieren wird, was passiert. Hui! Ich kann Walljump machen, na gut. Hat auch funktioniert, ne? Dass alles nochmal zeitlich bedingt ist, ne? Sie wartet doch sogar auf mich. Naja, gut. Da kommt ein Doc Ock und macht wieder alles kaputt. Ich freue mich schon. Das ist kein Spoiler oder so. Ich weiß es nicht mehr so genau, wie es ist, aber ich kann es mir gut vorstellen. Das wollte ich damit sagen. Mann, das passiert ja im Film ja auch, ne? Ja, stimmt. Oh, ich erinnere mich gerade an die Szene im Film. Ja, richtig. Da ist doch auch wieder so eine geile Zeitlupensequenz, wo er die Scheibe kaputt basht oder so. Und sie dann entführt. Es wird sicherlich gleich passieren. Wo muss ich hin? Zum Fick.
Hä? Wird mir doch... Spiel, ne? Magst mich nicht besonders, glaube ich. Ui, na, ich... Ja. Wird genau da oben drauf eigentlich landen. Genau da. Oh, ey. Weißt du? Die Zeit... Wollte gerade sagen, die Zeitbedingung hier ist halt echt lächerlich und ich verkacke auch noch. Ne. So nicht. Ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Pass auf! Genau die Szene meinte ich. Ah, Parker. Richte was für mich aus. Wenn du dieses Mädchen lebend wiedersehen möchtest, sag deinem arachnoiden Freund, ich erwarte ihn um 3 Uhr heute Nachmittag am Uhrenturm. Allein. Der Uhrenturm, richtig. Da ist gleich Battle, Alter. Zumindest im Film ist da ein Battle. Ah. Ich hab gestern, ne? Gerade gestern habe ich mal auf Amazon geguckt, wie viel eigentlich die Spider-Man-Filme kosten auf Blu-ray. Ich habe echt Bock, mir nochmal anzugucken. Lustig ist, ich bin ja. Ihr wisst ja, ne? Ich habe ja so ein bisschen Mini-Autismus, ne? Also ich nicht wirklich. Glaube ich zumindest. Aber mir muss ja mal alles ordentlich sein, ne? Und deswegen will ich auch eigentlich echt mir die 3 Spider-Man-Filme einzeln holen. Weil es gibt natürlich auch so ein Pack, so alle 3 in einer Box. Was ja eigentlich cool ist und billiger. Aber ich will die natürlich schon alle 3 einzeln haben, damit die alle schön einzeln im Regal sind. Weißt du, wenn man so richtig schön 1 bis 3 halt im Regal sieht. So bin ich, du Ball. Ich brauch das. Mein Mini-Autismus. Deswegen finde ich auch mal Boxen, weißt du, wenn so Blu-ray-Boxen oder so es gibt oder auch irgendwelche. Bei Spielen tatsächlich ist es mir nicht so wichtig, komischerweise. Bei Filmen, da sieht alles immer ordentlicher aus, deswegen muss es auch ordentlicher sein. Wenn bei Spielen da so eine Box, da würde ich mir öfter irgendwelche Boxen. Wollte ich jetzt sagen. Es gibt dann halt auch die, Gott, die Zeit ist knapp, Filmrahmen auf. Es gibt ja, wenn bei Filmen so welche Dreierboxen oder sonst was gibt, wo dann tatsächlich jede Blu-ray oder jeder Film einzeln in der Box, einzeln in der Packung ist, und dann nehme ich die. Aber nicht, dann nicht. Ja, wo bin ich überhaupt? Da soll ich hin. Okay, Doc. Ich bin hier. Wo ist sie? Oh, sie ist sicher. Im Moment. Warum kommst du nicht und holst sie? Keine weiteren Stops mehr, bis zum letzten Halt. Alter Vater, hab ich gerade gesehen, wie verpixelt die Häuser im Hintergrund waren? Alter, das war ja, da konnte der PS1 besser darstellen, ey. Na gut. Dück. Ausweichen, ha, ha, ha. Der kann auch ganz anfangen. Okay. Zug ist zu schnell für mich, tut mir leid. Du bist echt zu schnell für mich. Dein Lass sie los! Gerade erst an. Ich hab Kreuz gedrückt. Nein, ich setze meine Geisel nicht einfach so aufs Spiel. Ja, okay, das war. Oh, schlechter Reflex. Oh. Ey! Spiel, lass mich bitte da lang glauben. Danke. Mary Jane hat nichts getan. Hat Rosie etwa was getan? Hat sie. Das war auch ein Unfall, du Hurensohn. Aber du hast sie ja umgebracht. Mehr oder weniger. Als ob Spider-Man sie umgebracht hätte. So. Mann, ich drück doch Kreis, Alter. Ich hab deine Frau nicht getötet. Du hast nicht nur Rosie getötet. Sondern auch mein Leben zerstört. So ein das ist ein richtiger edgy Boy, Alter. Doc Ock. Edgy Teen, niemand versteht ihn. I know. War das auch, dass er angreifen und nicht Dreieck drücken können? Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt muss. Deine Unschuldsbekundungen machen mich krank. Ein Vorgeschmack. Ach, leck mich doch am Arschloch. Was das ist wieder für ein Kampf, ey. Das war, wir machen jetzt anders. Wir machen es nicht anders. Vielleicht machen wir es doch anders. Tu es nicht, Octavius! Es funktioniert so nicht. Okay.
Aua. Ey, das war fies. Raff ich nicht. Raff's gerade echt nicht. Ich weiche aus, aber ich kann danach nicht direkt Dreieck drücken. Da ballert der nur so ein Ding und da passiert nichts. Elende Kreatur. Ah, jetzt hat's irgendwie geklappt. Oh mein Gott, ey. Das ist kein Kampf, das ist ein Krampf. Haha. Dude, mach was. Mann, diese unsichtbaren Kanten, ne? Mann, ey, das kannst du ja echt nicht geben, so. Boah. Keine Ahnung, ich stehe gerade erst und dann kommt Bling und ich krieg's schon direkt aufs Maul. Stirb. Alter, ich kann so schnell nicht reagieren, jetzt mal ohne Witz. Ich weiß, dass ich schlechte Reflexe habe, aber mein Gott. Ich muss das Spiel auch berechnen, dass nicht jeder krasse Reflexe des Todes hat. Nee, das ist zu schnell. Dein Leiden fängt gerade erst an. Oh. Ich leide schon. Krall ich nicht. Ja, töte mich halt, ist okay. Nur ein Versuch, wenn man... Elende Kreatur. Einfach ohne Anmerkung, einfach direkt neu starten. Was ist das schon wieder für ein Kampf? Was ist hier los? Halt's Maul. Okay, Dirk. Ausweichen dann Netz. Hat ja auch einmal funktioniert, aber... Krall's nicht. Ich soll vielleicht mal diese, wo ich gerade das Blinken sehe, ich soll vielleicht die Zeitlupe da mal aktivieren. Ich bin immer einer, wenn das Spiel nicht gerade Max Payne heißt, dann immer wenn es irgendwie Bullet Time im Spiel gibt, benutze ich sie nie. Ich weiß auch nicht. Eigentlich ist Bullet Time extrem cool, aber irgendwie... Weiß ich nicht. Mann! Oh, lass doch los, Alter. So, warte mal. Zack. Hat's funktioniert? Oder? Hat's funktioniert? Ich bin mir nicht sicher. Ich hätte ihn angreifen können, glaube ich. Oh, nee, komm, lass gut sein jetzt. Pathetic. Mary Jane hat nichts getan. Hat Rosie etwa was getan? Hat sie? Mary Jane. Insekten wie dich muss man zerquetschen. Bleib stehen, du Feigling. Ja, okay. Kann ihm dann ich wieder gerne reinhauen. Nicht getötet. Du hast mich nein. Getötet. Ich werde dir zuletzt lachen. Ja, dann lach ruhig so. Warte mal. Hey. Ich hab grad vergessen, wo man ausweicht, deswegen bin ich weggerannt. Aus Angst. Deine Unschuld. Oh, machen mich krass. Zu spät, Friesen, Junge. Ah. Ich werde dir jedes Mal. Mann, oh, ich drück immer die Fall. Alter, warum will ich denn schwer mit L1 ausweichen? Was ist falsch in meinem Brain? Warum? Oh ja, bam. Oh nein, warte mal, das war noch nicht richtig. Ah. Ganz viel gelöscht quasi. Ah, ich weiß auch nicht, warum ich so bin. Ich finde es cool, dass man diese Rolle machen kann. Das ist ein Problem, was ich häufig in Spielen habe. Nach Stunden, wirklich. Nach Stunden dieses Spiels. Ich habe 20 Stunden im Spiel verbracht. Plötzlich fange ich an zu denken, dass gewisse Funktionen auf anderen Tasten sind. Dann drücke ich nicht mehr Kreis zum Ausweichen, dann drücke ich auf einmal R1 zum Ausweichen. Ich weiß nicht warum. Das ist einfach, keine Ahnung, ist andauernd so bei mir. Ich weiß nicht, warum das so ist. Dein Leiden fängt gerade erst an. Oh, geht mir der schon wieder auf den Piss, ne? Oh, nee, ey. Oh. Nur kommen mir so ja, hallo? Sonst greifst du mich nicht aus der Entfernung an, du Hurenbock, Alter. Noch eine verpassen? Welch ausgezeichnete Idee. Halt die Schnauze, ehrlich. Das ist die Rache. Meine arme Rose. Ja. Ist doch total easy. Naja, easy. Um die Hälfte habe ich schon. Das Problem ist, ich bin auch half, aber vor allem ich habe keine Bullet Time mehr. Ich muss cool ausweiten, dann lädt es jetzt glaube ich wieder auf, ne? Aber um dem Ausweichen muss ich ja Jesus himself sein, glaube ich. Okay. Tatsächlich noch einmal geschafft.
Ah, Mist. Oh, das ist ärgerlich. Wird echt nicht viel. Pathetic. Mano! Jo, wie soll ich da wieder hochkommen? Ich komm zu weit weg vom Ziel. Stirb. Du darfst ruhig hochspringen, Kollege. Macht nichts. Das könnte jetzt haarig werden. Obwohl, ich habe wieder ein bisschen Bullet Time, ne? Wieder der Bullet Time. Okay, sehr gut. Ich hab's noch geschafft. War sicherlich noch nicht der Endkampf. Wäre zu easy. Im Film geht's ja auch noch weiter. Ich muss diesen Zug stoppen, sonst werden alle sterben. Ein paar Dinge zu dieser Szene gleich im Anschluss. Zurück! Ich muss etwas mit eurem Retter regeln. Wir haben ihn! Natürlich. Und jetzt zum Abschluss unseres Geschäfts. Das Tritium ist hier drin. Schön, ein letztes Mal mit dir Geschäfte gemacht zu haben, Osborn. Ich kümmere mich jetzt wieder um meine eigenen. Bevor ich dich töte, will ich sehen, wer du bist. Peter? Wie kannst du Spider-Man sein? Spider-Man hat Vater getötet. Vater hat dich geliebt wie einen Sohn. Wie einen Sohn. Harry, wir haben keine Zeit. Octavius hat MJ. Du musst mir sagen, wo er ist. Ich muss sie retten. Mary Jane. Octavius hat an einem alten Pier ein Labor eingerichtet. Sie ist vermutlich dort. Wir reden später, Harry. Versprochen. Okay. Besagte, oh. Derzeit. Oh, Alter. 1 Kilometer in 50 Sekunden. Ja, so wird dann schon mal nichts, Peter. Peter! Ich sage ein paar Dinge zur Szene. Die gab es im Film auch, wo er den Zug aufhält. Allerdings nicht von hinten, sondern von vorne. Das klingt jetzt falsch. Bitte, wo er sich ja selbst quasi davor geworfen hat und dann das halt so aufgehalten hat. Das ist sehr bekannt, die Szene, glaube ich. Und er dann ja auch infolgedessen seine halbe Anzug kaputt gegangen ist und die eigentlich alle im Zug gesehen haben, wer er wirklich ist. Und dann einer, die beschlossen haben, wir werden nichts verraten. Fand ich ganz cool. Wenn ihr etwas geschehen ist. Kann ich mir das nicht verzeihen, hätte ich jetzt gedacht, sagt er. Ja, willst du mich jetzt eigentlich echt, warum tust du mir das an, Peter? Weißt du, ich war quasi schon da und dann meint er so, ich bleibe jetzt mal wieder an so einer Kante hängen. Aber ich schaff's wohl. Ja. Und ich fand es auch sehr lustig, dieses, ich muss den Zug aufhalten, sonst werden alle sterben. Warum? Der Zug fährt doch einfach nur. Im Film war da irgendwas, aber ich weiß auch nicht mehr genau, was eigentlich. Warum er ihn aufhalten muss. Endlich, mein Meisterstück in neuem Glanz. Rosie, wenn du es nur sehen könntest. Keine Sorge, MJ. Ich hol dich hier raus. Keine Kunststückchen mehr nah. Osborn hatte nicht genug Mumm, um dich zu töten. Keine Sorge. Ich werde dich mit Vergnügen Rippe um Rippe auseinandernehmen. Peter. Gut. Parker, du hast mich die ganze Zeit sabotiert. Du hast meine Rosie getötet. Jetzt werde ich die Frau töten, die du liebst. Und danach bist du dran. Es wird niemand mehr sterben. Es ist aus.
Da hast du recht. Dramatisch. Alter, nicht schon wieder so ein Kampf hier. Wow, Alter, ich habe echt keine Mütze. Keine Mütze auf. Was wollte ich gerade sagen? Fand ich auch schön, der kommt rein so. MJ, ich rette dich! Und dann, danach sagt er so, leise. Komisch, dass er gesehen wurde, nachdem er sie förmlich angeschrien hat. Na gut, ich würde sagen, auch wenn das Spiel nicht mehr lange dauert, wahrscheinlich hier der Endkampf und Trails und so, mache ich trotzdem nochmal einen Schnitt. Also quasi jetzt ein, ja, ist dann nächste, wahrscheinlich die letzte Folge, wenn ich dann auch noch die Battle Arena und so zeigen soll. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, ich hab's gefallen. Ich fällt gerade mal auf, ne? Ich hoffe, ich habe die Heldenpunkte, die ich jetzt ausgegeben habe, ne? Nicht, dass die Battle Arena jetzt auch noch irgendwie 4 Heldenpunkte kostet und ich es nicht hätte tun sollen. Hä? Na, mal gucken. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.